die Kollektoren würde ich meinem schlimmsten Feind nicht wünschen. Aber das liegt hinter mir. Es geht mir gut. Aber ich muss ständig an die Erde denken. Und an all die anderen von den Reapern besetzten Welten. Was machen die Reaper mit den Bewohnern dieser vielen Welten? Während wir hier unseren Kaffee genießen, wie viele Seelen müssen im selben Augenblick großes Leid ertragen? Millionen? Milliarden? Oh, Greg. Ich hab gelogen. Es geht mir nicht gut. Mädel, du stehst schief da. Hallo, Commander. Alles okay auf der Krankenstation? Ja. Mordin braucht nur etwas Platz, um mit Eva zu arbeiten. Er hat sie rausgeworfen? Oh nein. Ich hatte nur das Gefühl, im Weg zu stehen. Wenn ich gebraucht werde, gehe ich wieder hin. Okay. Hier ist niemand. Hier ist auch niemand. Liara, wie geht es dir denn? Also Liara, verlassen Sie sich noch immer darauf, dass die Proteaner die Antworten auf alle Fragen liefern? Es wird funktionieren, Rex. Wir müssen nur mit dem Bau des Tegels fertig werden. Obgleich mich interessieren würde, wie Sie an diese Information gelangt sind. Das war nicht schwierig. Zum Glück halten Sie den Ort des Tegels geheimer als den Umstand, dass er existiert. Und Sie kümmern sich selbstverständlich um beides. Immerhin sind Sie berühmt für Ihre Diskretion. Meine Lippen sind versiegelt. Ah, keine Upgrades. Willkommen zurück. Wer? Egal. Willkommen zurück. Ja, dann halt nicht. Was ist denn hier drin? Troganerinnen finden Narben attraktiv. Garrus ist loyal, einigermaßen intelligent, etwas aggressiv, fast wie ein Kroganer. Zum dritten Mal, Doktor. Ich bin nicht interessiert. Ah, Shepard, wir haben gerade... Alles in Ordnung? Es geht mir gut, Rex. Entspannen Sie sich. Man sollte immer vorsichtig sein und keinem salarianischen Arzt trauen. Der hier ist anders. Ach ja? Was ist das? Einfacher Bluttest. Was für ein? Der Genophage beendet. Shepard, bitte. Ablenkung kontraproduktiv. Beeinträchtigt Entspannung der Patientin. Er war Ihre Insiderquelle, Rex. Sie können ihm trauen. Salarianer haben komplexe Gedanken. Man weiß nie, ob sie einen nicht in eine Falle locken. Falle? Ivas Freilassung, mein Werk. Hätten sonst nie von ihrer Existenz erfahren. Vielleicht. Aber jetzt ist sie draußen. Wenn ihr was zustößt, werde ich es fühlen. Verstanden. Aber meine Patientin, meine Verantwortung, ihr Wohl hat Priorität. Werde nicht zulassen, dass jemand ihr schadet. Sie haben ja Eier, Doktor. Beschützen Sie sie. Unsere Frauen haben genug durchgemacht. Nicht vergessen, brauche noch Gewebeprobe. Ich komme wieder. Verbreitete Phobie, Angst vor Nadeln. Oder salarianischen Ärzten. Muss jetzt arbeiten. Bevorzuge Frauen der Spezies. Danke, dass Sie mein Leben gerettet haben, Commander. Ich dachte nicht, dass die Kroganer noch Verbündete in der Galaxie haben. Wir schulden Ihnen viel, auch wenn die meisten es vergessen haben. Das ist entschuldbar. Unser Handeln hat Freundschaften nicht gerade gefördert. Zur Freundschaft gehört auch, dass man seinen Namen kennt. Leider kenne ich Ihren nicht. Ich habe ihn an dem Tag abgelegt, als ich eine Schamanin des Frauenclans wurde. Ich gehöre jetzt meinen Schwestern. Aber vielleicht verrate ich ihn Ihnen eines Tages, wenn das alles vorbei ist. Die Kroganer haben weibliche Schamanen? Der Schmerz bringt Weisheit hervor. Und die Genophage hat uns sehr weise gemacht. Statt der Verzweiflung zu erliegen, haben einige von uns beschlossen, die alten Riten zu bewahren. Wir hüten unsere Kultur, unser Wissen, unsere Geheimnisse.
Und wenn wieder Kinder unter uns leben, werden die Kruganer aufblühen. Wie wurden sie geweiht? Man wird 7 Tage in einer Höhle eingesperrt. Mit gerade genug Vorräten, um zu überleben. Am 8. Tag hungert man. Was beweist das? Entschlossenheit. Jeder Akolyt erhält eine Chance. Entweder gräbt er sich mit bloßen Händen durch den Fels, oder er stirbt. Wie haben Sie das überlebt? Ich habe zunächst in die falsche Richtung gegraben. Es war völlig dunkel. Nur mein eigener Herzschlag trieb mich voran. Und dann? Ich habe das hier gefunden. Ein einfacher Kristall. Aber er wurde zu meinem Meißel. Nehmen Sie ihn, Commander, damit er Sie in der dunkelsten Stunde daran erinnert, dass es immer einen Ausweg gibt. Eine brutale Initiation. Aber eine erhellende. Das Leben in der Dunkelheit lehrt einen, das Licht zu schätzen. Ja, wie heißt es nochmal so schön? Wer sein Leben lang damit verbringt, in die Finsternis zu blicken, wird als erster einen Silberschweif darin entdecken. War das nicht sogar so? Muss ja gerade noch mal nachgucken. Das ist ein Zitat, das mir extrem gut gefallen hatte. Muss gerade noch mal nachgucken. Müsste direkt hier vorne stehen. Wer kühl und beharrlich genug ist, ein Leben lang in die Finsternis zu blicken, der wird darin als erster einen Silberschweif erkennen. Khan aus dem Buch Metro 2033. Ein sehr gutes Buch übrigens. Was halten Sie von Rex? Wenn er nicht gerade versucht, halb Tuchanka zu bespringen, ist er das Beste, was den Kroganern passieren konnte. Aber das sage ich ihm nicht. Sein Kopf ist schon groß genug. Buchstäblich. Er ist jetzt ein starker Anführer. Rex will tief in seinem Herzen nur das Beste für uns. Auch wenn einige Clans das anders sehen. Warum sind die anderen Clans gegen Rex? Sie wollen doch auch eine bessere Zukunft. Zusammenarbeit liegt nicht in der Natur unserer Männer. Sie sind selbstsüchtig und wollen nur überleben. Rex ist anders. Er ist ein Mutant. Das können Sie ihm ruhig sagen. Ob Rex wohl Vergeltung für die Genophage will? Einige Clans werden es erwarten. Aber ich hoffe, Rex tut es nicht. Er weiß, dass der Kreislauf der Gewalt durchbrochen werden muss, wenn die Kroganer je eine Stimme in der galaktischen Politik haben wollen. Aber er ist nur ein einziger Kroganer. Wenn genügend Clans Rache verlangen, ist er machtlos. Wenn Sie die Frage gestatten, wie war das, mit der Genophage zu leben? Ich kannte Schwestern, die mit der Schande der Unfruchtbarkeit nicht leben konnten. Sie wanderten hinaus in die Ödnis und hofften darauf, dass ein Dreschlund sie tötet und ihre Qual beendet. Hatten Sie auch jemals diesen Gedanken? Ja, nach meiner ersten Todgeburt. Was hat Sie vom Selbstmord abgehalten? Als mein Kind nicht atmete, hat mein Leben erst richtig begonnen. Die Genophage zwingt uns zur Hoffnung, denn es gibt nichts anderes. Wir haben keinen Grund zu leben, außer der Hoffnung, dass der nächste Tag eine Veränderung bringt. Und falls nicht, gibt es immer noch einen weiteren. Was wird wohl anders sein, wenn die Genophage geheilt ist? Unsere Spezies wird ihr Gleichgewicht wiederfinden. Die Frauen werden in Zukunft mitbestimmen. Wie in alter Zeit, bevor wir nur Spielzeug machthungriger Männer wurden. Die meisten wollen unbedingt jeden erschießen, der sich Schreck ansieht. Was sollten sie sonst auch tun? Die Genophage hat sie zu herumwandernden Killern gemacht, die Ziele suchen, um ihre Existenz zu rechtfertigen, Ausreden, um Ehre zu erringen. Wie hat Mordin sie behandelt? Besser als die kroganischen Männer.
Er ist kein typischer Salarianer. Nein, nein, nein. Organredundanz führt zu neuer Periode von Metaphase. Kann das nicht ändern. Beschädigung der Telomere, vorzeitiges Altern. So ist er. Aber ich spüre auch Schmerz in ihm. Er hat mir von seiner Arbeit an der Genophage erzählt. Ich sollte ihn für einen Feind halten. Aber ich glaube, meine Schwestern und ich haben etwas in ihm verändert. Asari Vorcha Nachwuchs ist allergisch auf jedes Milchprodukt. Da 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 di da di da di da 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 da. Sein Ohr war's nicht. Wie sind Sie in Malens Experimente geraten? Die anderen Frauen und ich waren Freiwillige. Wir hatten gehört, dass Malen versuchte, die Genophage für den Verloc-Clan zu heilen. Ein rivalisierender Clan? Rivalitäten sind eine Erfindung der Männer. Unter ihrer Führung lag Tuchanka über 1000 Jahre lang in Ruinen. Es ist Zeit, dass wir Frauen unseren Platz in der Gesellschaft wieder einnehmen und eine Zukunft schaffen. Malen war unsere beste Chance. War es das Ganze wert? Absolut. Zum Entzünden eines Feuers genügt eine Kerze. Und schon gibt es keine Dunkelheit mehr. Tut mir leid, dass sonst keine überlebt hat. Ich weiß. Kurn, die Jüngste, starb als Letztes. Aber sie wusste, dass sie ohne den Fluch in die Leere eingeht. Und sie wird lächeln, wenn sie auf die Kinder von Tuchanka herabblickt. Ihr Geist wird die Amme meines Erstgeborenen sein. Ich kenne Malens Labor, ein Kerker. Seine Experimente waren grausam. Das haben wir zu spät erfahren. Er meinte es gut, aber seine Methoden wurden immer barbarischer. Irgendwann konnten wir fliehen. Dann fand uns ein Team der Salarianer und rettete uns das Leben. Wir waren sehr krank. Danke fürs Gespräch. Es war mir ein Vergnügen, Commander. Ich habe erst wenige Menschen kennengelernt. Ich bin dankbar für die Gelegenheit. Shepard, Blutuntersuchung abgeschlossen. Ivas System steht unter schwerem Stress. Malens Daten sind gründlich und zum Glück sehr detailliert. Habe Notizen benutzt, um ihren Zustand zu verbessern. Wissen Sie, warum sie immun ist? Genophage beeinflusst Hormonproduktion während Schwangerschaft. Modifikationsprojekt nutzte denselben Umstand. Ihre Immunität völlig anders. Befallene Drüsen jetzt funktionslos, wie Blinddarm beim Menschen. Andere Drüsen mutiert, produzieren richtige Hormone, ermöglichen Geburt. Erklärt auch ihre Schwäche. Drüsenersatz nicht perfekt. Gesundheitsprobleme. Könnte das bei allen Kroganerinnen klappen? Ja. Benutze Ivas Gewebe für Herstellung von Mutagen. Ändere Drüsenfunktion bei gesamter Spezies. Muss Mutagen ebenfalls verbessern, Hormonproduktion feinjustieren. Sonst chronische Krankheit bei allen Kroganern. Dann war es also richtig, die Daten aufzubewahren. Das war es. Wäre sonst viel schwieriger, Iva zu behandeln. Vielleicht unmöglich. Und die Experimente, die wir auf Tuchanka gesehen haben? Monströs. Abstoßend. Aber jetzt mit klarem Ziel. Opfer sind nicht umsonst gestorben. Also heiligt der Zweck die Mittel? Nicht meine Mittel. Aber Sie nutzen die Daten und ermuntern zu weiteren Experimenten wie Malens. Ermunterung unnötig. Wissenschaftler werden immer unethische Tests durchführen. Kann daran nichts ändern. Aber kann Iva helfen? Kann Genophage heilen? Werde für ihr Überleben entscheidende Daten nicht wegen unethischer Herkunft ignorieren. Irgendwas Neues über Malen? Nein. Habe beim Versuch, Iva zu helfen, Suche nach ihm veranlasst. Bisher ohne Ergebnis. Galaxie groß, viele Verstecke, könnte genauso gut bereits tot sein. Würde ihn jetzt töten, falls möglich. Außer er könnte helfen. Wie geht es ihr? Momentan kein Fieber. Herzschlag erhöht, vermutlich stressbedingt. Nahrungsaufnahme normal. Könnte weitere Decke brauchen, etwas Weiches. Empfehle vollständige Erholung vor Herstellung von Heilmittel. Meine medizinische Ansicht. Mein Volk hat dafür keine Zeit. Sie vertritt eine andere Meinung. Sie schätzen sie. Meine Patientin, meine Verantwortung. Fand sie auf STG-Basis. Hat 3 Ärzte beim Versuch verletzt, sie zu fixieren. Entfernte Armfessel, wehrte mich nicht, als sie mich packte, versprach ihr Hilfe. Sie sagte, bitte. Sie haben ihre Arbeit an der Genophage immer verteidigt. Weshalb der Umschwung? Es gab keinen Umschwung. Genophage damals richtige Entscheidung. Neue Umstände erforderten Kurskorrektur.
Welche Umstände sind das? Reaper-Invasion. Untergang der Turianer ohne Korganische Hilfe. Korganer brauchen vereinte Bedrohung als Aggressionsventil. Kooperative Symbiose. Sonst nichts? Keine persönlichen Interessen? Werde alt, Shepard. Nur noch wenige Jahre, aber immer noch bester Kandidat für Projekt. Wenige salarianische Wissenschaftler an Genophage interessiert. Niemand mit meiner Expertise. Gab keinen anderen. Hätte jemand anders es nicht geschafft? Vielleicht schon, aber ohne Erfahrung Risiko zu hoch. Es ging nicht um Sie. Meine Arbeit. Wiedergutmachung meine Aufgabe. Beweis, dass ich es kann. War nett mit Ihnen, Morden. Danke, Shepard. Bin froh, zurück zu sein. Werden Sie bleiben, wenn das hier vorbei ist? Bis zum Ende der Reaper auf alle Fälle. Danach noch unsicher. Habe Eindruck in Galaxie hinterlassen. Genophage-Modifikation, Genophage-Heilmittel, Arbeit gegen Kollektoren, Entscheidungen, Fehler. Gehe vielleicht ein sonniges Plätzchen. Am Strand sitzen, Ozean anschauen, Muscheln sammeln. Nach einer Stunde würden Sie durchdrehen. Könnte Tests an den Muscheln durchführen. Und schon wieder alles geklärt. Ja. Wie lange leben die Salarianer durchschnittlich? So 40 Jahre? Wäre interessant zu wissen, wie alt er jetzt ist. Shepard, ich habe gehört, Kroganerinnen stehen auf Männer mit Narben. So sagt man. Ich habe ja auch ein paar. Hoffentlich plant niemand eine arrangierte Heirat, um dieses Gerücht zu untermauern. Obwohl ich zugeben muss, dass ich Iva bewundere. Mit der Genophage zu leben, muss eine unfassbare Qual gewesen sein. Und jetzt ist sie zu allem Überfluss auch noch die letzte Hoffnung ihres Volkes? Ein unglaublicher Druck. Für so etwas braucht man wirklich Mut. Hoffentlich können wir da mithalten. Ich nehme an, dass wir jetzt mit Cerberus im Krieg sind, was? Ich habe noch nie eine Kroganerin gesehen. Anscheinend sind Sie die eigentlichen Denker auf T'Chanka. Schön, dass Mordin noch lebt und so aktiv ist. Und immer noch neue Wege findet, um Ärger zu machen. Ein andermal vielleicht. Ein andermal vielleicht. Okay. Und damit haben wir so ziemlich jetzt alles durch hier. Dann würde ich jetzt einfach zur Kabine gehen und dann wird Feierabend gemacht. Mit der Aufnahmesession hier. So, mal gucken, wann ich demnächst wieder aufnehme. Vielleicht morgen Abend oder so. Aber bis jetzt war es das erstmal. Oh, guck mal, finde noch eins. Zwei Modelle, würde ich behaupten. Ich fühle mich beobachtet mit diesem Scheißkopf. Aber warum habe ich ihn bloß mitgenommen, ey? Quick. So, dann verabschiede ich mich jetzt hier von dieser Aufnahmesession und sage tschüss und bis dann, euer Steve von den Online Game Masters. Bye.